Ciao Bella, hier aus dem wunderbaren Mugello. Im Hintergrund sind eine Aufnahme von Jahr 2019. Willkommen hier auf diesem Kanal. Abonniert gerne den Channel kostet und setzt auch gerne einen Daumen oben da. Wir werden heute um diese wunderbare Strecke in Forza Motorsport 7 gucken. Schaut auch gerne auf Instagram, Twitter und TikTok vorbei. Würde mich wirklich freuen zum Tuscan Grand Prix. Das Debüt gab es ehrlich gesagt in der Formel 1 noch nie, aber das Debüt der Strecke sozusagen, also der erste Eröffnungsdatum oder das Eröffnungsjahr war 1974. Also die Strecke hat schon einiges an sich hintergehen lassen und vor allem wurde hier noch nie umgebaut. Das Layout ist seit 1974 gleich und das ist halt sehr, sehr interessant und macht halt die Strecke dann auch sehr, 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 sehr cool. Die eine Länge beträgt, ist nicht mal so lang, 5,2 Kilometer, also ja, 5245 Meter. Aber wenn du mal nimmst, das sind 5 Kilometer und da fährt man in, gestern die Polezeit war 1,15, also da geht schon hin und her. 59 Runden, ist halt ähnlich wie Monza, die Strecke ist richtig schnell und dann hast du aber auch wegen der Länge nicht so viele Runden. Und das wird das Ganze halt noch interessanter machen. Überholmöglichkeiten sind ehrlich gesagt auch bei den 14 Kurven, 8 rechts und 6 links. Jetzt schauen wir mal beschaulich. Man kann zwar in die letzte Kurve rein überholen oder auch auf Start und Ziel, weil es die drittlängste Geraden ist, die wir 2020 im Kalender haben. Aber ja, die Distanz werden 309 Kilometer sein. Ist schon ein richtiges, langes Rennen. Und ja, die meisten Wins, die kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, weil er hier noch nie jemand gefahren ist, gibt es auch keine Wins. Also das ist leider komisch, so das Ganze zu zeigen. Die Statistik ist zwar okay, aber ja, ich meine, ich hätte gern mehr gesagt, aber da ist noch nie jemand gefahren. Das dritte Italienrennen in Imola wird spannender werden, wird auf jeden Fall mehr Informationen geben. Hier haben wir nochmal die Strecke, das war irgendein Motorsport-Event, keine Ahnung, da fahren unten Autos ein paar. Wir kommen hier aus der letzten Kurve raus, wieder mal in die Hülkenberg, dem 2017er Car. Ich bin mega hyped und ich würde mich wirklich freuen. Es war eine Menge Arbeit, falls ihr da gerne ein Däumchen rum für mich da lässt, dann würde mich das extrem freuen. Wir starten aber jetzt mal rein in das ganze Rennen. Das ist sozusagen unsere Onboard-Perspektive. Oben links haben wir die Map und wir sind in der Kurve 1. Die ist eine Rechtskurve, die ist langgezogen, Mugello Circuit. Die ist richtig, richtig langgezogen und die macht auch mega, mega Spaß. Nur das Ding ist halt, das Auto wird sehr, sehr instabil. Es ist halt in dem Game leider so. So, dann kommt die erste Links-Rechts-Passage. Einmal links, einmal rechts, Kurve 2, 3. Die sind gut zu fahren. Was soll ich da sagen? Zack, hier sehen wir es nochmal in der Replay. Einmal links, einmal rechts und dann, ja, leichtes Querstürmen, weil ich mit dem Körper zu weit drüber gefahren bin. Dann kommt eigentlich eine meiner Lieblingspassagen, 4, 5. Das ist eine Vollgas-Rechts-Links-Passage. Und dann kommt, schaut euch das mal an, Vollgas fährt man hier runter und das ist einfach mega cool, hier zu fahren. Zack und zack, die Kurve hat es in sich, da ist Pep dahinter. Und jetzt nochmal sowas, links, rechts, Vollgas. Und jetzt gehen wir in Kurve 8 und 9. Also das ist so eine komplette Kurvenkombination. Das sind schon mega geile Kurven hier, 7 und dann 8. Oh mein Gott, man bleibt hier voll am Gas drauf. Da hat es auch ein paar Ausritte gegeben. Und 9, einfach nur schön, man lässt den Körper mitnehmen. Dann kommen die Arrabbiata-Kurven. Kurve 1, nein, das sind sie noch nicht, sorry. Jetzt kommt mal diese, nochmal links, rechts. Also es gibt viele links, rechts, rechts, links. Die ist auch sehr, sehr heimtückisch, weil hier wird das Auto sehr instabil. Leichtes Heck, weil die Kurve auch weit runterhängt. Und jetzt einmal kurz entspannen. Und dann kommt eine langgezogene Rechtskurve. Kurve 12. Und die hat es auch in sich, die ist mega gut. Lässt sich ja gut, ja, hier ein bisschen rechts über ins Gras gekommen. Ich bin die Strecke ehrlich gesagt auch öfters gefahren. Ich bin auch, ja, später morgen wird dann noch das Megaseason-Rennen kommen. Da werden wir auch das ganze Rennen besprechen und da kommen auch noch ein paar Ausschnitte. Da habe ich ehrlich gesagt die Strecke mal richtig kennengelernt. Gestern kam auch Megaseason, schaut da gerne vorbei. Und die letzte Kurve, wie gesagt, hier wird ein guter Punkt sein zum Überholen. Rauskommen, Vollgas, den Körper kann man leicht mitnehmen. Und ich hoffe, das hat euch gefallen. Es waren ein paar Umschnitte drin. Ich habe drei verschiedene Kameraperspektiven aufgenommen. Ein Bird View. Ja, dann sowas ähnliches wie Cockpit haben wir hier. Und dann halt die von ein bisschen weiter hinten. Dann hast du mal ein paar andere Ansichten. So ähnlich wird auch das Rennen am Nürburgring aussehen. Das war eine Runde hier. Ich habe eine 1.17.9 circa habe ich geschafft. Also knappe 2 Sekunden langsamer wie die Formel 1. Wobei man ja auch sagen muss, das Auto ist von 2017.
17, sorry, ja. Ohne Halo noch, ohne irgendwas. Das sind halt, obwohl ich kann auch 340 auf der Geraden fahren. Hat mega Spaß gemacht, das Ganze hier. Und wir werden ein bisschen über das gestrige Qualifying quatschen. War ja ziemlich interessant, wäre noch spannender gewesen, wenn Esteban Ocon im dritten Q nicht gewesen wäre. Der hat nämlich Hamilton Verstappen und ich glaube Albon, sind vor Ocon, dann ist Ocon, dann Bottas und die anderen alle, also die anderen bis auf 10. Und ja, der hat sich da verbremst oder hat sich vertan, ist zu früh aufs Gas, den hat es weggedreht, hat gelb ausgelöst und alle hinter ihm, also alle hinter Albon, also es war Hamilton, Verstappen, Albon und alle hinter Albon konnten keine schnelle Zeit mehr fahren und somit hat Hamilton eigentlich ohne sich zu verbessern im zweiten Run die Pole gewonnen. Wir wissen zwar nicht, ob Bottas, obwohl er hat im ersten Sektor auch nur gelb Bottas, also ich weiß nicht, ob Bottas da sich, ob der Bottas kontern konnte, aber das war ein sehr, sehr knappes Ergebnis. Auch Verstappen ist jetzt nah dran. Und mein Tipp fürs heutige Rennen, also ja, Verstappen wird auf jeden Fall eine Macht sein, weil der war im Rennen auch schon so, so stark. Und ich würde jetzt mal Verstappen nicht außen vor lassen. Abonniert gerne den Channel, wie gesagt. Ich sag mal, dass Hamilton das Ding gewinnt. Ganz knapp vor Verstappen und Bottas wird Dritter. Das wird auf jeden Fall ein spannendes Rennen. Abonniert gerne den Channel. Schaut auch gerne auf Instagram, Twitter und Snapchat vorbei. Auf Instagram, Twitter und TikTok vorbei. Dankeschön fürs Zugucken. Morgen kommt die Mega-Season. Und am zweiten Kanal Michael Schumacher Karriere. Schaut auch gerne vorbei und folgt uns auch gerne. Bis morgen und ciao.